Moin und willkommen bei Mayhem in Single Valley. Wie ihr bereits sehen könnt, handelt es sich um ein Action-RPG mit Puzzle- und Plattform-Einflüssen. Wir sind der kleine Jack und haben aus Versehen die Apokalypse gestartet. Unsere Aufgabe ist es nun, nicht nur das Ende der Welt zu verändern, sondern auch dafür zu sorgen, dass niemand herausfindet, dass wir an einem Schuld sind. Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt an. Holt euch einen Tee, wir starten. So, meine Freunde, und das ist aber auch schon das Spiel. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass das jetzt nicht meine erste Aufnahme ist. Ich hatte schon mal zwei Parts aufgenommen, aber allerdings hatte mein Controller ein bisschen versagt, das Batteriefach war ein bisschen wackelig, sodass der immer mal wieder ausgefallen ist. Ihr könnt ja mal in das letzte Video reinschauen, und zwar packe ich da meinen neuen Controller aus, den Razer Wolverine V2. Und mit dem nehme ich das alles mal neu auf. Also der ganze Anfang ist jetzt für mich jetzt nicht neu. Ich habe es sogar schon, also das Tutorial habe ich ein bisschen gespielt und ich sag mal, vielleicht die ersten 20 Minuten oder sowas. Aber für euch machen wir das jetzt alles mal von vorn. Wir müssen jetzt hier zum Anfang ein paar meiner Kollegen retten. Inwieweit das jetzt wirklich hilfreich war, kann ich tatsächlich nicht sagen. Auf jeden Fall gab es damals ein Achievement. Aber es war alles nur ein böser Traum. Wir sind X-Tip. Wir aufwachen. Das drücken wir nicht nur einmal, sondern... Oh, wir sind ganz müde. Und damit sind wir im Spiel. Wir müssen uns erstmal unsere To-Do-List anschauen. Also wir haben jetzt quasi unser Tutorial. Wir können ja springen, wir können ja Ausweichrolle und so ein Kram. Also, was sollen wir machen? Es gibt nichts zu tun. Okay, mit X interagieren. Ah, okay. Das ist unsere Questlog. Meine Trainingsmusik spielen und meine Turnschuhe anziehen soll ich. Klickt hier rum. Und wir haben Musik. Sehr geil. Also meine Turnschuhe, die kann ich hier irgendwie wechseln. Da haben wir ein bisschen Money. Ich glaube, mehr gab es hier gar nicht. Ich muss mich ein bisschen in die Tastatur reinfummeln, in den Controller reinfummeln. Als ich nämlich das letzte Mal gespielt habe, war es schon ein paar Wochen her. Also ist jetzt auch mal wieder ein bisschen, naja, so halb blind. Ich weiß, worum es geht, aber... Okay, was sollen wir machen? Ausweichen üben. Dreimal gesprungen bin ich schon. Okay. Was ist das an der Tasche? Ach, meine Tablette. Die habe ich gestern Abend vergessen. So, wenn das Inventar geöffnet ist, drücke A. Die lässt meine Kopfschmerzen für heute verschwinden. Ich habe noch so viel zu erledigen, bevor ich gehe. Aber erst sehe ich nach, was Mama macht. So, dies ist unser Badezimmer. So, irgendwelche Papiere aufnehmen. Ich glaube, genau, jetzt haben wir die Spinne aufgenommen. Soll ich die Spinne im Zelt entsorgen? Und tschüss, Spinne. Ich habe mich gefragt, wie viele Stunden meines Lebens ich damit verbracht habe, in Toiletten zu starren. Was haben wir hier noch? Ach, noch mehr Tabletten. Ich werde diese Stadt vermissen. Und mein Baumhaus habe ich eine bessere Aussicht. Ja, ich werde mich so dran halten, so um die 20 Minuten pro Folge. Je nachdem, wie weit wir hier ein bisschen Progress zeigen, wird sich so ein paar Minuten plus minus verschieben. Offenbar hat Papa meinen Pass hier versteckt. Können wir hier noch ein bisschen hin und her schieben. Elternschlafzimmer und wir gehen mal runter zu unserer Familie. Und hier noch. Ich bin überrascht, dass das noch nicht gefunden wurde. Was soll das sein?
Also wir scheinen wohl nicht die Reichsten zu sein. Jetzt unser kleiner Bruder, der weint. Hey, kleiner Mann, bereit für ein Nickerchen? Hilft es dir, wenn du deinen Teddy hast? Guten Morgen, Jack. Ist es schön draußen? Warum brauchst du nicht mal eine Pause? Es ist ein Siebsnester. Zu viel Abwasch. Vielleicht später. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Sicher. Der Hund hat im Hinterhof ein ziemliches Chaos angerichtet. Mein Bruder muss Mittagsschlaf halten. Mama ist so traurig. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufheitern. Ja, also wir sind typisch Teenager mittags aufgestanden. Familie ist im vollen Gange. Vor allem hier mein Vater. Der, glaube ich, schon 1-2 Bier hatte. Ich hier, Jack. Aber was willst du auch sonst vormittags machen, ne? Leere Bierdosen. Hier ist der Teddy. Oh. Guck mal. Hey, kleiner Mann. Kannst du jetzt schlafen? Oh ja. Komm. Den bringen wir schon mal ins Bett. Schön, kleiner Mann. Was war vorher mein Kinderbett? Würde ich sagen, hier oben blinkt irgendwas. Und hier habe ich auch noch was gesehen. Wie ist mein Flugticket hier gelandet? Mama, du hast wieder den Kaffee in der Mikrowelle vergessen. Danke, Jack. Ich hole ihn mir später. Okay, gehen wir mal nach hinten. So, und da sind wir schon da. Mehr oder weniger Open World. Als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir, okay, das sieht total aus wie Zombies Ate My Neighbors. So vom Stil. Haben wir hier quasi so Hundepapier. Je mehr wir Richtung Toxic gehen, sterben wir irgendwann, glaube ich. Aber wir können ja das Ganze, ich glaube mit der Taste, hinwerfen. So. Oh, schön auf die Terrasse gekackt. So, alles rein da. Ach komm schon. Auf damit. Und jetzt? Yes! Ja, braver Hund. Guter Junge Murphy. Okay, das haben wir erledigt. Was haben wir nochmal, Mama? Ich finde meinen Rucksack. Ach, hier. Es war ein bisschen schlecht zu sehen, weil das schon eine sehr schöne Pixelgrafik ist. Ich denke, das ist alles. Zeit, sich von allen zu verabschieden. Ich gehe jetzt, Papa. Du gehst nirgendwo hin. Auch wenn du eine moderne Kunsthochschule besuchst, kannst du vernünftig sein. Vielleicht kann ich ihn weglocken. Moment, der Kühlschrank ist doch hier. Hey, Papa, ich habe da noch was für dich. Hier? Oh, das sieht gut aus. Schön noch 3 Bier reingekippt und er geht pennen. Ich werde dich vermissen, kleiner Mann. Pass auf Mama auf, okay? Ich hoffe, Papa ist nachsichtig mit mir. Ich sollte ihn schlafen lassen. Ich gehe jetzt, Mama. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch.
Ruf gleich an, wenn du angekommen bist. Mach ich. Ja. So wie ich das jetzt gerade richtig mitbekommen habe, wollen wir irgendwelche Flugtickets Richtung Kunststudium oder sowas? Du wirst mir fehlen, Murphy. Ich besuche dich so oft ich kann. Ich werde den letzten Blick auf Single Valley werfen, bevor ich gehe. Und hier haben wir eine neue Kassette. Oh, nee, darf ich noch nicht. Ich werde diese Aussicht vermissen. Und da haben wir das Schlamassel. Radioaktive Eichhörnchen. Ja. Was zum? Der Fluss wurde vergiftet. Du da, du hast das getan. Ich habe Augen wie ein Adler, ich erkenne dich. Und ich werde es allen sagen. Ich muss mal warnen. Okay, erstmal nehmen wir hier neue Musik mit. Ich glaube, irgendwie kann man das auch. Edite. Weise. Ja. Okay. Versuchen wir mal, Mama zu wecken. Was ist los, Junge? Sergeant hat meine Sache gestohlen. Okay. Dann werden wir wohl unser Rucksack holen müssen. Ja, und das ist halt auch quasi schon die ganze Story. Wir haben hier diese Mülltonnendeckel, damit kann ich einmal Schaden verhindern. Ansonsten bringt das so ziemlich alles um, was grüne Augen hat. Jetzt haben wir auch einen Bonbon bekommen. Und wir können hier... die ein bisschen weglocken. Nee, darf ich nicht. Und zwar können wir hier quasi diese Kumpels retten. Ach, da ist er. Die sind hier überall in der Welt versteckt und wenn ich das richtig gelesen habe, das habe ich noch nicht ganz rausbekommen. Können die früher oder später irgendwelche Fähigkeiten freischalten? Hilfe! Jemand da? So. Machen wir sie mal weg, ne? Danke, Alter, ich bin raus hier. Joa, Verrückte, hier liegt doch noch einer. Noch ein bisschen Hotdogs aufheben. Also wir können, glaube ich, immer zwei oder drei Gegenstände können wir aufheben. Das ist nicht ganz auf dem Schirm. Schwimmt jemand? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da rüberkommen. Ach hier. Das habe ich beim ersten Mal nicht geholt. Auch nicht Sammelobjekte, aber. Was sie jetzt noch machen, weiß ich noch nicht. Nein! Ja. Und wie ihr seht, so ziemlich alles bringt uns um. Was hier in der Welt existiert. Okay, nochmal eine Mülltonne und neue Musik.
Sehr gut. Das sind radioaktive Hasen. Ich werde mich mal hier kurz retten. Denn, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer ist, ich werde hier den ersten Pfad beenden. Au. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dem Projekt haltet. Ich bin jetzt schon positiv überrascht, aber ich mag generell, also der Pixel-Look ist super. Diese Plattformer-Idee mit Puzzle-Elementen, daraus noch ein RPG zu machen, ist eine geniale Idee. Also, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Projekt bis jetzt gefällt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis bald!